Bandai Namco. Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Dragon Ball Z Dokkan Battle. Mein Name ist Max und heute wollen wir mit der neuen Karte spielen. Natürlich dem neuen LR Ultra Instinct Goku. Wir haben ihn gezogen beim letzten Livestream. Falls ihr ihn verpasst habt, schaut gerne da drüben mal rein. Es hat mega Spaß gemacht. Wir hatten Jazz und Volking wieder mit am Start. Die waren live im Voice, konnten also mit uns ja direkt das Geschehen kommentieren und das war sehr spaßig. Vielen, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben und heute wollen wir uns das erste Team anschauen mit diesem neuen Ultra Instinct Goku. Der Boy ist richtig sick. Ich habe ihn natürlich direkt hochgelevelt, 20 von 20, 55%, alles was möglich ist und ich habe ein Kamehameha-Team gebaut. Das erste, was mir so standardmäßig eingefallen wäre, sonst wäre ein Gokus Family-Team, oder ein Realm of Gods, aber heute fangen wir einfach mal direkt an mit dem Kamehameha-Team und rennen durch dieses Event. Unsere Hauptrotationen bestehen aus eigentlich diesen beiden Boys, die sind nämlich die Best Buddies, die sollen zusammenbleiben und ich habe gerne die Fusions getrennt voneinander, ja, weil wenn es soweit kommt, dass wir fusionieren müssten und beide sind in einer Rotation, dann fusionieren beide und wir verlieren natürlich dann einen Zusatzeffekt. Deswegen, also eine Rotation wird die beiden beinhalten, eine andere Rotation wird mit dem LR Gohan sein und einer der anderen Karten, mal schauen. Wir fangen an, straight up, es muss jetzt knallen. Ich kriege hier leider im Moment keine Ultra Super raus, sehe ich gerade. Maybe wir machen das so, dann passt das schon etwas besser. Ja, das schaut jetzt gut aus, okay, alles klar. Die erste Runde, die ersten paar Runden werden wahrscheinlich eher nicht so spannend sein, denn wir müssen erst, um das Potenzial von Goku wirklich zeigen zu können, er muss erstmal gehittet werden und er muss dodgen und nachdem er gedodged hat, ist alles gut. Dasselbe bei ihm hier, er muss auch einfach öfter im Kampf performen. Das ist das, was ihn nämlich auch so gut macht, falls ihr ihn nicht kennt. Der STR Blue Kaioken Goku, der ist fantastisch. Ja, er ist der Leader für die Universe Survivor Saga Category beziehungsweise auch für Representatives of Universe 7. Und der Boy geht gut ab, ja. Also der Boy ist stark, er gibt Attack und Defense 59% sich selbst, plus Additional Attack 10%, Defense 10% mit jeder Attacke, die er erhalten hat. Und das heißt, bis zu 59% stackt er, plus weitere 59%. Und alle Attacken sind effektiv, wenn wir unter 59% fallen. Das macht er aber nur einmal. Und das sollten wir uns dann natürlich für besondere Momente aufheben, wenn es halt machbar ist. Aber ich sag's, wie es ist, ja, wenn die Situation kommt und wir können draufhauen, dann werden wir einfach draufhauen. Also ich werde jetzt nicht zögern können wahrscheinlich, seine Super-Tech nach hinten irgendwie zu schieben. Wir werden sie einfach performen. Gut, ansonsten dieses Team rennt schön mit dem LR Gohan. Einer der stärksten Defensivkarten, die wir hier auf Global haben. Sehr gute Karte, wird immer stärker, genauso wie die Go-Bros. Die werden immer stärker. Aber mich interessiert heute und euch natürlich auch in erster Linie, wie der neue Ultra Instinct Goku abgehen wird. In dieser Konstellation gefällt es mir schon mal ganz gut. Wie gesagt, dass die beiden zusammenbleiben, ist mir sehr wichtig. Vielleicht nochmal eine Info kurz zum Ultra Instinct Goku. Er hat 77% auf Attack and Defense. Ja, so fängt nämlich die ganze Geschichte an. Er hat eine 70% Chance zu dodgen. Und das ist auch schon sehr stark. Diese Dodge-Chance hat er aber nur für die ersten 7 Runden. Was passiert sonst? Für jede Attacke, der er ausweichen kann, bekommt er 11% auf Attack and Defense bis dann eben zu weiteren 77%. Der Boy stackt also auf 154% Attack and Defense und kann bis zu zusätzlichen 7 Ki erhalten. Heißt, seine Ultra-Super ist garantiert irgendwann. Und der Damage im Typ Nachteil ist okay. Schöner ist es natürlich, wenn er jetzt dodgt. Perfekt, das heißt Attack and Defense jetzt 22% gebufft und das stackt eben, bis wir das Maximum erreicht haben. Additional Key kriegt er auch noch. Ah, das wird schön. Freunde, es wird wirklich schön. Ich hoffe, ihr hattet auch Glück bei euren Summons. Habt es probiert zumindest, ja, den Boy hier zu ziehen, weil der ist einfach nur geisteskrank. Das ist nicht normal, was der performen kann und in dem richtigen, voll ausgelasteten Team, glaube ich, es ist, da siehst du kein Land mehr, ja, also, wenn du, stellt euch mal vor, wir haben dann nach dem 5-Jährigen die Blue Fusions auch noch, ist dann das Realm of Gods einfach komplett busted, da geht gar nichts mehr. Wir haben hier jetzt schon extrem starke Leute für diese Kategorie, aber es würde dann noch besser. Wir haben einen schönen Vorteil eben bei diesen verschiedenen Realm of Gods Karten, viele haben Over in a Flash oder Tournament of Power und das heißt, die geben sich Minimum 3, 5, 6 Ki. On top. Das ist hart. Und wenn wir jetzt den Ultra Instinct Goku als Leader nehmen, dann haben wir schon durch den Leader-Skill 8 Ki als Start plus Over the Flash
und Tournament of Power, dann haben wir da schon 14 Ki. Damit fangen wir an. Mit 14 Ki. Und dann durch die Passive, ja, der Boy macht irgendwann einfach nur noch seine Ultra Super. Es ist nur noch unanständig. Aber die Damage-Zahlen, bin mal gespannt, wie hoch wir kommen werden, weil wir müssen natürlich oft genug dodgen, deswegen packe ich ihn auch da vorne hin. Er hat hier 3 Hits, 3 oder 4 sind es in Summe. Und dodge, dankeschön, 70% trifft. Du bist bei 3 Mille. 55%, ja, das ist meiner, der ist 55%, der hat nichts dran. Wir haben keinen Supporter in der Runde, der kommt auf einen 3 Mille Attack Stat. Oh, gut, sowas ist natürlich sehr wichtig. Heißt, Freunde, wenn ihr in solche Events geht, lasst den Boy da stehen, wo die meisten Hits reinkommen. Weil er muss so schnell wie möglich seine Passive stacken. 7-mal, Freunde, 7-mal kann er sie erhöhen. Und dann ist er bei 154%. Der gefällt mir jetzt schon gut. Das ist eben der große Vorteil im Gegensatz zu dem alten Ultra Instinct Goku, dem Intelligence. Man hatte sich gefreut, wenn er endlich transformt, weil dann dodgt er auch mal. Hat er aber auch nicht immer gemacht, ne? Also, das war das bekannte Spiel mit dem Scheißhaufen, ne? Trittst du rein, trittst du nicht rein. Schwierig. Unangenehm. Aber ja, es hat halt nicht sehr oft geklappt. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass Leute frustriert waren, was den Intelligence UI Goku betrifft und sich so sehr auf einen neuen gefreut haben. Natürlich ist es auch immer so eine Geschmackssache jetzt oder so eine Empfindungssache. War das jetzt wirklich notwendig, vor dem 5-Jährigen diesen Legendary Summon Banner noch irgendwie zu bringen, mit einer so wahnsinnig gehypten Karte, um wirklich jedem die Stones, die so hart angesammelten Stones aus der Tasche zu ziehen? Ja, es war wohl einfach notwendig, ja. Die wollen jetzt, dass die Leute richtig reinballern, weil sie genau wissen, UI Goku plus die Blue Fusions, GG. Es ist einfach schon, das sind die 3 stärksten Charakter momentan im Game. Ich bin froh, dass wir ihn wenigstens hier einmal gezogen haben, klar. Aber dann mit den anderen, oh, das ist dann so ein krasses, fusionslastiges Team. Heidewitzka, Heidewitzka. Gut, ich lasse natürlich hier vorne wieder die Hits bei ihm kassieren. Oder ich lasse ihn die Hits kassieren, so rum heißt das dann. Und hinten auch die Ultra Super. Das schaut soweit ganz gut aus und wir sind bei 3,8. Oh, ich glaube, seine Passive müsste schon fast voll sein. Ist sie schon voll? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir dodgen, wir dodgen, wir dodgen, wir dodgen. Again? Der Hattrick ist drin! Geil, sehr gut. Der Goku darf auch noch ein paar Hits abbekommen, klar, damit auch seine Passive stackt, weil bisher... Ja, oh, shit. Das macht 250, oder? 200.000. Also ich hätte jetzt nichts gegen den Dokkan-Mode. Ich möchte nämlich versuchen, keine Items einzusetzen, soweit es geht. Wie immer eigentlich bei dem Legendary Goku-Event. Vor allem bei solchen Showcases. Man muss es ja nicht übertreiben. Stand jetzt schaut es aber auch so aus, dass wenn wir nicht unsere HP recovern, dass wir die Fusion erleben könnten. Aber das möchte ich auch noch ein bisschen rauszögern, ehrlicherweise, weil das im Moment noch nicht notwendig ist. Deswegen zack, zack, Hauptsache über 50%. Wir sollten mit der und der nächsten Rotation es schaffen, den hier zu zerlegen, den Super Saiyan 3 Goku, weil wir haben jetzt wieder Tech-Vorteil mit einem sehr, sehr starken Tech-Hitter. Mit 2 Super-Techs, denke ich, sollte die Sache gelaufen sein. Wir sind bei 2,45, ist leider keine Ultra-Super geworden, es hat noch ein bisschen Ki gefehlt. Ja, okay, das reicht. Der sollte draufgehen. Komm, please. Noch eine Super-Tag? Nee, macht er nicht. Aber jetzt kannst du wieder ein bisschen den Tank raushängen lassen. 60.000? 24.000? Oh. Manchmal unterschätze ich die Go-Bros. Es ist so heftig. Die sind unfassbar stark. Ja, Sibling Spawn, Goku's Family, Movie Heroes, egal wo man sie reinpackt. Kamehameha, das ist so eine absolut gute Karte. Ich kann es nicht anders sagen. Okay, jetzt sind wir... ja, wir kriegen den Dokkan-Mode raus. Awesome, das wird richtig sick. Okay, Dokkan-Mode incoming. Ich möchte ein bisschen Rainbow Key für die da hinten haben. Das könnte gut passen. Oh ja, oh ja. Oh nein. Das war ja so knapp. Wie hoch sind wir? 4,2.
Leute, es ist immer noch nur eine 55% Karte und wir haben keinen Supporter in der Runde. Da ist 3,16. Oh! Oh, da wird einem ja ganz warm ums Herz. Das ist wunderschön. Wunderschön. Es ist so schön. Oh, Kamehameha. Du geisteskrankes Team. Aber ich denke, jetzt kommt in der nächsten Runde die Potara Fusion. Weil wir sind unter 50%. Oder? Nee. Oh, wir sind knapp drüber. Ha, stimmt, wir sind knapp drüber. Okay. Das schaut gut aus, Freunde. Das schaut richtig schön aus. Du kriegst auf jeden Fall den Dokkan-Mod. Also da, alles andere wäre falsch. Es wäre einfach nur noch falsch. Du kriegst die Ultra-Super nicht raus. Dir fehlt genau ein Key, ist aber nicht so schlimm und der Rest ist mir Wurst. Denn dieser Vegito wird jetzt rasieren. Rasierung. Und das ist genau der Punkt. Ja, manchmal muss man die Leute einfach zu ihrem Glück zwingen. Aber an und für sich möchte ich natürlich die beiden Fusion-Karten getrennt voneinander lassen. Wir hatten es nämlich schon mal in ein paar Runs, dass es genau so passiert ist. Die waren eine Rotation, und zwar der physische Gogeta und der Intelligence Vegito. Und wir sind dann unter dem Threshold gelandet. Beide triggern automatisch, wenn die Phase beginnt und sagen, oh, du hast zu wenig Leben. Fusion Time! Und zwar, beziehungsweise, und dann doppelt gehealt. Das heißt aber, ein Healing ist verschenkt. Also wenn möglich, versuche ich die zu trennen oder halt einfach gar nicht schon so viel Damage zu kassieren. Das wäre natürlich das Beste, was passieren kann. Aber ich denke, jetzt werden wir... Könnte knapp werden. Irgendwann werden sie in einer Rotation landen. Irgendwann schon. Aber hoffentlich sind wir dann nicht unter 50%. Ich glaube, bei ihnen hieß es unter 50%, right? Nicht, dass ich mich jetzt irre, weil manchmal, aber nur manchmal, ist der Maxi auch vergesslich, wenn er ein paar der alten Karten... 50%, ja. Alles klar, passt. War doch richtig. Okay. Next Rotation. Agility Phase. We have recovered some health. That's pretty good. Hier werde ich trotzdem ihm die Show lassen. Er soll nämlich zeigen, was er drauf hat. Er soll alles. Okay, perfekt wäre jetzt, wenn das noch runterdroppt und wir die Ultra... Yeah. Yes. Healing ist wieder drin. Wir sind bei 100% fast. Dodge 1. Dodge 2. Das passt. Also, seine Passive müsste jetzt bei wirklich 100% sein. 4,13. Immer noch, Freunde, es ist kein Supporter in der Runde. Das heißt, mit einem guten Supporter sind wir hier locker bei 500.000. Also 5 Mille letztlich dann. Und schon wieder gedodged. Der ist auch bei 2,55. Der kriegt jetzt zwar 2 Hits rein. Ich hoffe, es ist eben keine Super-Tag. Und er kassiert jetzt vielleicht 20.000, 30.000 pro Hit. Wie viel sind es? 50.000. Okay, keine Super-Attack. Das ist sehr, sehr wichtig. Danach ist es mir eigentlich relativ egal, weil dieser Typ-Vorteil, vor allem die Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Ultra Instinct Omen, Master Ultra Instinct Goku, die alle machen auch schon mit Normal-Hits, wenn wir keine hohe Defense haben, so viel Damage. Und das ist genau der Punkt. Das sollten wir versuchen zu vermeiden. Hier trenne ich die beiden. Das ist genau der Knackpunkt eben. Ich trenne die beiden. Das passt. Es ist zwar keine Ultra-Super, aber man kann nicht immer alles haben, nicht wahr? Hier hinten werden wir auch keine Ultra-Super rausbekommen, so wie ich das gerade sehe. Aber ich möchte doch, dass er es versucht zumindest. Und zwar, das ist ein 6-Key. Das reicht aber auch nicht. Das reicht. Das sollte reichen. Ganz genau. Und zwar Punktlandung. Die Boys sind so gut. Beide Fusions. Gogeta und Vegito gehören immer noch zu den stärksten oder mit zu den ja doch stärkeren LR-Karten, die es gibt, auch wenn sie schon recht alt sind. Und das Ding ist, die Karte ist von 2018 zum Beispiel. Ja, und das Ding ist fast 2 Jahre. Aber man sieht die Teams halt nicht mehr so häufig, was echt schade ist, weil die sind immer noch bombenstark. Vor allem diese Transformation. Wenn Gogeta am Start ist, der physische, und einfach überall normal Damage macht, weil er immer super effektiv ist. Das ist Gold wert. Wenn der Crits hat, das ist fantastisch. Dasselbe auch bei dem Vegito. Wenn der crittet bei seinen Counter-Hits, oh, und er kassiert ja keinen Damage, ja, das ist ekelhaft. Das ist nur noch ekelhaft. Aber ich mag es. Ich mag es. Wie schaut es bei dir aus aktuell? 137 und 700.000er Attack. Fuck, ist das gut.
Das ist richtig, richtig gut. Mit sehr viel Glück kommen wir hier in das Ganze. Nö, natürlich nicht. Okay, natürlich ist Ultra Instinct Goku vorne wieder etwas in Bedrängnis, könnte man meinen. Aber schaut mal, diese Normal Hits, nachdem er seine Defense schon so hoch gestackt hat. Es ist 4 Digits. Davor haben wir, was waren es, 25.000, 30.000 gekriegt? Oh, ein Crit. Jawohl. Oh, dodgen magst du nicht zufällig noch, ne? So, ja. Oh, der Dodge-Meister. 2,87. Ich krieg einen Anfall. Hm. Nein, please kill. No. Wir lassen hier niemanden überleben, okay? Das ist das Einzige eben bei diesem Spirit Bomb Goku. Er wird halt einfach hart kassieren. Schön ist, es gibt andere Teams, die ich auch auf jeden Fall noch mit euch durchspielen möchte oder die ich euch zeigen möchte. Wenn nämlich dieser Super Saiyan Blue Kaioken Goku, so heißt der Mann, wenn der noch ein paar Leute aus der Representatives of Universe 7 Kategorie am Start hat und zwei, drei weitere, dann kann er seine Spirit Bomb zünden und die macht so viel Damage. Ah, das ist so heftig. Die werden wir auf jeden Fall nochmal rausgezaubert bekommen. Macht euch da keine Sorgen. Okay, nächste Rotation. Hier möchte ich eigentlich auch schauen. Das ist natürlich wieder die Geschichte, ne? Was mache ich mit ihmchen? Ich möchte hier vorne. Das bringt auch nichts. Nee. Es macht nichts. Ah, beides bringt nicht viel. Auch das bringt ihm herzlich wenig. Aber er soll einfach draufhauen. Für die Ultra Super wieder ein Stück zu knapp geworden. Ah, perfekt. Perfekt gegen den Gohan. Das ist so wichtig. 60.000 ist zwar immer noch eine Menge Damage, aber im Vergleich zu den anderen Leuten ist das echt verkraftbar, ja, was der gerade kassiert hat. Ey Leute, es wird so spaßig. Also ich werde versuchen, so schnell wie möglich so viele Videos mit diesem Team zu machen, beziehungsweise mit Teams, die den neuen Ultra Instinct Goku beinhalten, damit wir sehen können, in welchen Kategorien er gut abgeht. Ihr kennt sie ja alle schon. Wir haben uns sie auch schon angeschaut. Seine Hauptkategorien sind Ram of Gods, Universe Survival Saga, Pure Saints, Representatives of Universe 7, Goku's Family und Kamehameha. Ich werde versuchen, zu jedem dieser Teams oder zu jeder Kategorie ein entsprechendes Team zu bauen, dass wir das mal uns ein bisschen genauer anschauen können. Aber am besten geht der Boy natürlich ab, wenn er einen Attack-Buff von 170% bekommt. Als eigener Leader seiner Kategorie Ram of Gods ist er natürlich trotzdem saustark. Da machen wir uns auch bitte nichts vor. Aber er gibt halt nur 130%. Das ist dann immer so eine Sache. Gut, man muss halt mit vielleicht ein, zwei Supporter noch arbeiten, die halt ein bisschen einen Buff geben. Macht man aber eher seltener wahrscheinlich. Ne? Deswegen bin ich noch im Überlegen, wie man das am dümmsten anstellen sollte. Aber für den Moment bin ich zufrieden mit dem Team, was wir heute gebaut haben. Das macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Nur habe ich jetzt dort hinten ein bisschen Bammel. Da wird wahrscheinlich hart viel passieren. Also wir machen es wie folgt. Ich möchte den Run natürlich schaffen. Wenn wir Items brauchen, werde ich wie auch jetzt gerade Items einsetzen. Ich möchte nämlich Goku bis zum Schluss erleben, wie viel der Boy drückt, wie viel der Boy tanken kann gegen den Mastered Ultra Instinct Goku. Das heißt, seine nächste Stufe, ja. Schafft es die Vorentwicklung, die höhere Stufe zu besiegen. 4,3. Oh, das tut so weh. Stellt euch vor, der hat einen Duke. Der Boy 5-6 Mille. Was drückt er? Mit Support 5-6 Mille. Easy. In anderen Events, wo der Gegner nicht so heftig ist, auch was so die Damage Reduction oder irgendwas betrifft, ja. Bam. Einfach nur noch Bam. Das wird so geil. Okay, also dieser Goku ist auch schon zur Hälfte besiegt. In der nächsten Runde haben wir wieder Agility Rotation und zwar doppelte. Das heißt, wir sollten es schaffen, diesen UI Goku zu besiegen. Vor allem, wenn wir hier noch Ultra Supers rausbekommen. Oh, fuck, ich klaue ihm jetzt das ganze Ki. Shit. Muss ich machen. Führt kein Weg dran vorbei. Hier, yeah, es fehlt ein Ki. Das ist mies. Das ist eine miese Kiste. Schaut hier aus, das schaut gut aus. Vegito möchte das, Gogeta möchte das. Okay, ich gebe dir jetzt ehrlicherweise auch nur das hier. Ein bisschen HP Recovery, ein bisschen den Dokameter füllen, weil ich möchte wirklich versuchen, in der letzten Phase gegen Mastered Ultra Instinct Goku mit Additional Please. Goku, stop it! Du musst sterben!
Wenn du jetzt hier schon zwei Supertags bekommen könntest, dann nimm sie einfach. Und zwar in your face. Hör auf zu dodgen! Meiner darf dodgen, du nicht! Mensch, alte Kacknase, bleib da sitzen. 3 Supertags von Agility-Leuten und er dodgt sie alle weg. Aber wirklich alle. Okay. I see what you're trying to do, but unfortunately it's not going to work. I activate my trap card. Oh Gott, das tut manchmal so weh. Ah, schön. Gut. Gogeta, ich weiß nicht, wie viel Damage er da hinten kassieren könnte. Hier vorne möchte ich es aber tatsächlich mal herausfinden. Wir haben eine 137.000er Defense. Let it rip, mein Freund. Kein Item aktiv. Lass gucken, was du kriegst. 3.000. Pillepalle, 6.000, Pillepalle. 4 Mille, Dankeschön. Und mehr. Drücken, 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 drücken. Hitten, treffen und nicht... Weh, oh, ich hätte es kotzen gekriegt, wenn er jetzt gedodged. Wir dürfen dodgen. Aber unsere... Oh, please, 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 please. Ne, obwohl. 260.000 trotzdem. Der Junge kassiert jede Menge Damage. Aber klar, in der Phase gegen den Boy ist trotzdem noch okay. Ja, er ist jetzt nicht der Defense-Stack-King. Oh, fuck, das könnte jetzt mies enden. Wenn der Goku da hinten noch zu viel Damage drückt, wir haben 166.000. Oh, wir überleben ganz knapp. Fusion Time! Tada! This is where we roll. This is how we do it. Merci. Merci. Man kennt ihn, man liebt ihn. Ich werde jetzt die GoBros nach hinten rausrotieren lassen, weil die machen mir jetzt vielleicht ein bisschen Schmerzen. Und ich möchte hier vorne die Crits einfach sehen. Ja, links und rechts und bam und boom und Vernichtung. Perfekt. Also, das sollte reichen, um ihn zu besiegen. Wir haben eine sehr, sehr gute Karte für die letzte Phase bekommen mit diesem Vegito. Ah, danke schön. 2,95. Hey, ich krieg immer so einen halben Raster, ja, wenn ich sehe, dass der UI Goku dodgt. Vor allem immer dieser UI Omen, der dodgt viel zu häufig. Das geht mir so auf den Senkel. Crit, danke. Und nochmal. Und Crit, Brudi. Nee, keine Crit. Kein Critical Hit. So, Gohan, jetzt darfst du ihn aber endlich vernichten. Sag deinem Papa, he should calm the fuck down. Und wir gehen jetzt in die letzte Phase über. Dankeschön. Fantastisch. Viel Damage möchte ich sehen, Freunde. Sehr viel Damage. Viele, viele Schadenspunkte. Schnelle Kämpfe. Die totale Vernichtung. Goku, du da vorne darfst auf jeden Fall nicht sterben. Hier haben wir das schon 100-mal gesagt. Nicht sterben. Hier passiert nicht allzu viel Damage, hoffentlich. Hinten fangen wir den Großteil ab. Ohne Item gehen wir auch in die nächste Runde. In der Hoffnung, dass schön gedodged wird oder der Damage nicht zu krass ist. Okay, 15.000, 16.000 ist echt in Ordnung. Unser Angriff 4,13. Also das ist so ein Maximalwert. 415.000, wenn er keinen Supporter mehr hat. Weil den besten Link-Partner hat er ja mit diesem Super Saiyan Blue Kaioken Goku. Das passt, ja. Genug Ki, genug Attack-Buffs, ja. Das ist gut. Ich glaube, was waren es? 30% auf Attack. Dann 6 Ki plus... Oh ja, trifft. Ah, don't. Nee, das geht auf jeden Fall. Oh. Wie viel Damage. Wobei der Gohan hat ein paar Mal angegriffen. Er war jetzt natürlich nicht in der Hauptrotation, hat nicht so hart gestackt, kriegt er noch trotzdem. Na, 60.000, das geht. Das geht echt in Ordnung. Wir sind immer noch über 50%. Die werden wir jetzt auch so weit halten können, auch in dieser Runde. Jetzt bin ich aber tatsächlich versucht, diesen Gohan hinten liegen zu lassen und hier vorne mit den Fusions zu arbeiten. Weil die beiden geben sich natürlich ein bisschen bessere Links zusammen. Das schaut gut aus, Freunde. Das schaut sehr gut aus. Lass mal kicken, lass mal gucken. Wenn wir das machen, sollten wir nächste Runde vielleicht sogar den Dokkan-Mode rauskriegen. Weil wir sind so kurz wieder davor. Und das wäre so heftig, wenn der Goku den dann vernichtet. Nein! Nee. Never ever. Ich habe vergessen, Master Odorinze Goku hat gefühlt noch irgendwie 95% des Lebens. Wir haben noch nicht allzu viel erreicht. Aber das wird jetzt nach und nach passieren, Freunde. Diesen Kampf werden wir hoffentlich schnell beenden können. Und dann kommen die Crits wieder. Yes, eine Mille. Und kommt schon wieder und kommen schon wieder die Crits. Nee, leider nicht. Oh, ich liebe es, wenn er crittet. Das schaut so heftig aus. Das hat sowas von so einer richtig miesen Boss-Schelle, die er ihm gibt. So, hübsch. Ah, guter Mann.
Sehr guter Mann. Okay, Additional. Yeah. Nein. Du Mieser. Don't you dare. Okay. Trotzdem, den höchsten Angriffswert von dem UI Goku werden wir jetzt genau ausnutzen mit dem Dokkan-Mode. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, dass wir hier dann die Hucke voll kriegen. Deswegen nehme ich mal einen Icarus dazu. Das passt. Die Ultra-Super haben wir drinnen. Maximum Key kriegen wir leider nicht raus, aber das ist, denke ich, nur halb so schlimm. Dann das Agilities. Okay, Agility lassen wir da liegen. Hier kriegst du auch noch. Okay, alles tutti. Alles tutti. Schaut gut aus, Freunde. Schaut richtig gut aus. 660 aktuell auf dem Radar. Dokkan-Mode incoming. Please, jetzt müssen wir alle sechs Stück treffen. Das ist immer dasselbe Geschiss mit diesen. Ach, schön, das ist ja eine gediegene Version. Na, für den alten Herrn hier vor dem Gerät, dass er auch alles trifft. Ja, und wir mit voller Kanne draufhauen können. Das wird jetzt spannend. Ey, wenn du jetzt auch noch critten würdest. Er hat halt nur durch sein eigenes Potential, was er mitbringt als STR-Charakter, 5 Crit. 2,55 Mille. Okay, nehme ich. Das ist echt in Ordnung. Du bist bei 3,56. Der ist also auch schon auf Maximum. Das ist so sein Wert. Also beide zusammen, wir haben 4 Millionen, wir haben 3,5, ja, mit einem passenden Supporter. Asozial. Einfach nur asozial, wie viel die drücken werden. Das ist so gut. Das ist so gut. Vor allem dann in dem Universe Survival Saga Team, beziehungsweise Representatives of Universe 7, haben wir dann auch noch andere sehr, sehr gute Charakter, die wir mitnehmen können für solche, ja, manchmal kniffligen Situationen. Alter, wird das schön. Alter Vater. Ne? Wie man so schön sagt. Alter Vater. Hier lasse ich wem was wo. Der schnellste Maus von Mexiko. Dir gebe ich das. Dir. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Okay. So machen wir das. Das sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Vor allem, wenn die Crits kommen. Na, schon wieder nicht. 500 ist ja nix. And again. Hüsch. Na, 500. Wir brauchen Crits, Bruder. Das bringt sonst alles nichts. Gut, gut. Schön ist, durch seine Super-Attack wird auch nochmal die Attack unserer Kollegen geraced. Ich glaube, 30% gibt er für die Runde mit der Ultra-Super. Das passt. Selber crittet er mit 1,5. Und again. Okay, hier sieht man schon, was dieser Buff macht, ja. Weil wir haben davor 500 mit einem Normal-Counter geschlagen. Jetzt sind wir bei fast 60.000. Das ist so heftig. Allein dieser Unterschied schon. Wenn es jetzt noch ein Crit gewesen wäre. Vielleicht kriegen wir noch die zweite Fusion hin. Weil der sollte uns jetzt trotzdem. Was macht der? 80? Wie drückt der? Na, 60.000. Das ist okay. Aber das reicht nicht. Hör auf zu dodgen, Alter. Hör auf zu dodgen. Das haben wir nicht so besprochen. Don't you dare. Okay. Ja, wir lassen es genauso, wie es ist. Kein Item. Möchte ich jetzt auch wieder nicht hier riskieren. Oh, Entschuldigung. Oh, ich liebe Uncut-Videos. Da bleibt jeder Schniefer, jeder Rotzer bleibt hier drin. Okay, dir gebe ich das. In der Hoffnung, dass wir hier genug Agility kriegen. Ich brauche nämlich 7 Stück. Yes, looking good. Wir sind wieder bei voll HP. 13.000 bekommen wir mit Normal Hits. Wenn die Passive voll ist und wir kein Item haben. Das ist echt in Ordnung. Aber der Junge dodgt halt nicht mehr, ne? Ihr habt es jetzt gesehen. Diese 50% im Vergleich zu den 70, es ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenunterschied. Eine Mille. Okay, alles gut. Keinen einzigen Hit dodgt er. Keinen einzigen Hit. Oh, nein, das war wichtig. Der Hit wäre so wichtig gewesen. Triff, danke. Alles gut. Aber das Team ist sowieso unfassbar stark. Kamehameha ist immer noch eines der heftigsten. Ich meine, interessanter sind meist mal oder manchmal andere Teams, ja, vor allem die aktuelleren Teams, aber ey, man kann nichts gegen ein schönes, klassisches Kamehameha-Team sagen mit so starken Charakteren. Das sieht man immer gerne und es macht auch immer wieder Spaß. Wo kommen die mal? Ich lasse dich hier vorne, weil durch die Ultra-Super ist auch deine Regular-Super, by the way. Die stackt, glaube ich, nicht, ne? Ne, erst die Ultra-Super. Damn. Die habe ich jetzt natürlich nicht erwischt, aber halb so wild. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und hier ist auch Full Key. Im Zweifelsfall Damage drücken einfach. So viel wie geht. So. Boss-Schelle 1. Ah. Ah.
Das könnte wehtun. Auch wenn der Boy gut ist, er steckt halt eher die Normal-Hits ein. Was sind das, 105? 260.000. Alter Vater. Mach halt nicht sowas. So wieder kurz vor knapp, ne? Immer kurz vor knapp drückt er mir dann so einen Damage ins Gesicht. Ich hoffe, hinten passiert nicht allzu viel. Aber das sollte noch gut gehen. So, Jungs, trefft jetzt bitte diesmal. Typ-Vorteil, Ultra-Super-Attack. Danke. 1,5, eine Mille. Na gut, nehme ich hin. Anders geht das wohl nicht. Und da hinten, die GoBros, please don't die. Just don't die. 90.440, crittet einfach. Additional Super Tag, crittet irgendwas. Vernichtung. Das war kein Crit. Das war ein Dodge. Und das waren 15.000. Okay. Wow. Okay. Ich will jetzt eigentlich kein Item einsetzen. Aber manchmal, ja, muss man Dinge tun, um den Run wirklich zu saven. Und das wird wahrscheinlich genau jetzt passieren. Ich nehme jetzt einfach nochmal eine Princess Snake. Das passt schon. Weil so viel Damage wird er mir nicht schießen können. Das heißt, den Schaden überstehe ich auf jeden Fall. Hier liegt genug physisches Ki für nächste Runde. Selbst wenn wir jetzt aufs Maul bekommen, sollten wir nicht zu hart runterdroppen. 4,22. Beende es. Ja, nein, nicht du. Du sollst nicht den... Nein, schon wieder, ja. Er will es einfach wieder wissen. So kurz vor dem Ende. Möchte es einfach nicht einsehen, von uns besiegt zu werden. Und drückt uns 162.000. 3,9. Danke. Das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Kill him. Nein, es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Aber wir kriegen nächste Runde die Fusion. Das heißt, Gogeta kommt. Wir sind wieder bei Full HP. Und dann sollte er den Sack zumachen. Irgendeiner von den beiden, von den Fusions, wird es auf jeden Fall schaffen. Also, here we go. Fusion Time. Potara Fusion war mal. Jetzt ist Fusion Dance. Und Fuk, Tuk, Fam, Pam. Volle Lebensleiste. Komplette Vernichtung. Das habe ich mir genauso gewünscht, Freunde. Nichts anderes als das. Gogeta, Vernichtungsschlag. Selbst wenn jetzt alle dodgen, es würde mich nicht wirklich stören, ja, weil dann haben wir nochmal die Chance, mit UI Goku das vielleicht zu beenden. Also easy Geschichte. Das Team schlägt auf jeden Fall das Legendary Goku Event. Es war klar, wir haben hohe Angriffswerte gesehen von unserem neuen UI Goku. 55%. Der Boy steigt auf über 4 Mille auf dem Radar. Drücken in dem Fall nicht allzu viel, ja, aber trotzdem mit seinem Best Buddy an der Seite, dem Super Saiyan Blue Kaioken, da kann man echt nichts sagen. Starker Leader, starke Defensive, das Team zerstört jedes Event. Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Runde, wir werden dasselbe dann nochmal mit, ich denke, einem, was habe ich schon gemacht, ein Realm of Gods Team habe ich mir vorbereitet. Das ist ein Universe Survival Saga, beziehungsweise Representatives of Universe 7 Team. Die werden wir in der nächsten Runde versuchen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da was anderes reinpacken sollte. Aber Hauptsache, wir können die Spirit Bomb von ihm aktivieren. Und das wird so gut, Freunde. Vielen Dank also fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst der Sache gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr neu dabei seid. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Runde wieder. Und ja, ich freue mich schon auf eine weitere spaßige Runde mit dem Ultra Instinct Goku. Und falls ihr Teamvorschläge habt, lasst es mich auch unten wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer natürlich sehr viel Spaß beim Spielen. Danke fürs Reinschauen. Haut rein, macht es gut. Und tschüss.